Metzger. Das Heimstadion ist doch ein Sanabi-Stadion und deswegen hat vielleicht Rapid doch nicht den großen Heimvorteil, wie wenn sie im Hanabi-Stadion spielen würden und deswegen ist es für uns sicher Vorteil. 60 überhaupt im Vorteil, denn die Behauptung... Für uns wäre das ein Traumlos, weil es wäre nicht schwierig. Und das kann ich leider nicht mitmachen. Der Oberlöwe Lorand im Vorfeld mit dem Versuch, deutsch-österreichische Brisanz bewusst niedrig zu halten. Das habe ich nie gesagt, das haben Sie gesagt. Mir kann man nichts in den Mund legen. Dabei gibt es sie doch, die spezielle deutsch-österreichische Beziehung. Am besten charakterisiert vom Präsidenten und dem Witz mit den zwei Schneckensuchern. Beide Korb um den Arm rein in den Wald und nach einer Stunde treffen sie sich und der Münchner hat den Korb voller Schnecken. Und der Österreicher hat die eine Schnecke im Korb und dann sagt ihm der Münchner, dann sag mir, wieso hast du bloß so eine Schnecke, es waren doch so viele im Wald. Dann sagt der Österreicher, na weißt du, gesehen habe ich nur, aber wenn du dir nicht vorsichtig anschleichst, tust du Schuhspeck. Ich denke, Sie haben den Löwenpräsident Karl-Heinz Wildmoser verstanden und den Österreicher Witz auch. Klaus, wenn du jetzt Trainer der Löwen wärst heute, du hast gegen Rapid 3:0 gewonnen, wie würdest du die Mannschaft heute einstellen? Ich glaube, dass die Löwen Favorit sind und sie müssen auftreten wie ein Favorit, auch hier im Stadion oder hier gerade hier in Wien. Das ist das vereinseigene Stadion, es macht bestimmt viel aus. Seit 1981 hat keine deutsche Mannschaft mehr in Österreich gewonnen, Vereinsmannschaft. Woran kann das liegen? Liegen uns die Österreicher nicht so? Nein, ist glaube ich besonders, oder was Besonderes, wenn eine österreichische Mannschaft gegen eine deutsche Mannschaft spielt, das hat mit Ligen nichts zu tun. Ich glaube, sie sind dann übermotiviert und geben 120%. Und wenn die Löwen heute nicht aufpassen und denken, sie können im Rückspiel alles richten, dann wird es schwierig oder kann schwierig werden. Also, wir werden in der Halbzeit und nach dem Spiel analysieren, was hier passiert ist auf dem Rasen. Und in den 90 Minuten wird kommentieren für Sie mein Kollege Gerd Rubenbauer. 1860 München wird Ihnen im Ersten präsentiert von Kornbacher. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Aus dem Ernst-Happel-Stadion, um es vorschriftsmäßig zu formulieren oder um es landsmannschaftlich verbunden zu artikulieren. Servus aus dem ehemaligen Praterstadion. Meine Damen und Herren, das, was Sie natürlich, sofern Sie Löwenfans sind, als erstes interessiert, ist die Aufstellung des TSV 1860, der mit sehr vielen Fans hier ins Ernst-Happel-Stadion gekommen ist, die schon für viel Stimmung gesorgt haben. Und hier ist die Aufstellung der Löwen. Mit Meier im Tor, mit Kienz als einem der beiden Manndecker. Hier haben wir noch das Bild von Bernd Meier, dem Torhüter. Das ist der Jochen Kienz. Dann neben ihm heute wieder eine Chance bekommen. Marco Walker als zweiter Manndecker kann sich wieder in die Mannschaft spielen. Dann der Libero der letzten Spiele, obwohl Holger Fach wieder so gesund scheint. André Hofschneider, er bleibt Libero mit der Nummer 6. Dann auch im Europapokal von Beginn an mit dabei, so wie zuletzt in der Bundesliga gegen Wolfsburg, Olaf Bodden. Sein Sturmpartner traditionell Bernhard Winkler mit der 11. Dann der Mann, der sicherlich am heißesten auf das heutige Spiel ist, der Österreicher Harald Czerny, vor wenigen Tagen in diesem Stadion mit der Nationalmannschaft für die WM qualifiziert. Heute will er ein Riesenspiel für die 60er machen. Jerem ist mit der 16 heute nicht mehr als Manndecker, sondern fußballanatomisch mutiert zum Wachhund für Rapids Peter Stöger. Dann der Spielmacher der 60er, Abedi Pelé, der versprochen hat, heute wieder ein bisschen besser zu spielen im Vergleich zum Wolfsburg-Spiel. Miki Stevic zentral, defensiv, traditionell. Und Czernys Pendant auf der linken Seite als Flankengeber von links, Jörg Böhm. Taktisch, meine Damen und Herren, sieht das wie folgt aus, was sich Werner Lorand, der Trainer von 1860, ausgedacht hat. Hofschneider, Libero ist klar, die beiden Manndecker ebenfalls. Jeremis, deshalb haben wir ihn farblich etwas abgesetzt. Bewegt sich nach rechts und links, dorthin, wo sich Peter Stöger Rapids Gehirn gerade bewegt. Stevic stand zentral, defensiv. Czerny und Böhme, fast zwei verkappte Außenstürmer, wie wir wissen. Pele, der Mann, der die Fäden spinnt und vorne also mit zwei Spitzen, mit Bodden und mit Winkler, für mich genau die richtige taktische Maßnahme, die Werner Lorand auch auswärts im Europapokal getroffen hat. Bei Rapids schauen wir auf die Aufstellung. Eins und damit schon korrigiert, meine Damen und Herren, denn Raimund Jedel war nicht vorgesehen als Torhüter, sondern Andi Koch. Aber Andi Koch plagt eine alte Wadenverletzung, die beim Warmmachen wieder aufbrach und deshalb Jedel im Tor. Schöttl
wieder in die Mannschaft gekommen als einer der beiden Manndecker, spielt gegen Olaf Bodden. Dann der besagte Peter Stöger, zu ihm gibt es eine Menge zu sagen, später mehr. Dann eine der beiden Spitzen, Stumpf. Braun heute zentral, defensiv mit der 8. Pengster heute zweite Spitze neben Stumpf. Wagner hinter den Spitzen. Prosenik auf der rechten Mittelfeldseite. Das ist noch Michael Wagner. Prosenik dann im rechten Mittelfeld. Hieden, der Libero mit der 12. Ratajczyk, der zweite Manndecker. Gleich kommt er ins Bild. Versuch ein bisschen Tempo zu machen. Und ganz neu in die Mannschaft gekommen. Das ist die Überraschung sicherlich auch für Werner Lorand. Gerd Wimmer, auf der erstaunlicherweise als Rechtsfüßler linken Mittelfeldseite als Gegenspieler für Harald Czerny. Also, meine Damen und Herren, nachdem wir gehört haben, dass der IT im Stadion auch sehr laut ist, versuche ich das Mikrofon ganz nahe an die Lippen zu pressen. Eine Überraschung, ganz sicher also. Gerd Wimmer hier mit in der Mannschaft und die zweite der Torhüter, aber wir werden ihn später gleich noch näher sehen. Marek Pengsa. Früher bei Eintracht Frankfurt ja schon gelegentlich im Sturm. Und Werner Lorand hat gesagt, wenn er auch ein Wusler ist, ein quirliger Spieler als Stürmer. Der Jochen Kienz möchte gegen ihn spielen. Zwar wesentlich größer gewachsen, aber die beiden kennen sich aus Frankfurter Zeit. Und hier haben wir den Raimund Hedl. Der eigentlich, nachdem der Stammtorhüter Michael Konzel, Österreichs Nationaltorhüter, zu Rom gewechselt war, als der kommende junge Torhüter bei Rapid galt, dann verletzte er sich, Koch kam ins Tor, Hedl musste bis heute auf seine Chance warten. Böhme. Also schon in der Anfangsphase zu sehen, die Rapid-Mannschaft taktisch wesentlich besser gestaffelt als in den letzten Meisterschaftsspielen. Es gab gestern eine Aussprache öffentlich in der Zeitung. Im Wiener Kurier übte Peter Stöger heftige Kritik an seinem Trainer Ernst Dokopil. Am Abend machte Dokopil das einzig Richtige. Er ließ ihn nicht etwa aus der Mannschaft draußen aus disziplinarischen Gründen, setzte sich mit ihm und dem Rest des Teams zusammen und gemeinsam, so hat mir Dokopil erzählt, knobelten sie an der Taktik für das heutige Spiel. Hier Kienz und Stumpf, ausnahmsweise, da die 60er Manndecker ja mit Übergabe spielen, hier gegen Stumpf, ansonsten aber weitgehend gegen Pengsa heute. Hier haben wir die beiden. Hofschneider ein bisschen unglücklich in dieser ersten Szene. Und Eckball. Kommt von hinten Ratajczyk, der Abwehrspieler mit nach vorn. Aufpassen auf ihn, da kommt er ab, kommt aber nicht zum Ball. Hofschneider. Christian Prosenik im rechten Mittelfeld. Auch das wird ein hochinteressantes Duell. Wer ist eher in der Lage, Prosenik oder Böhme, den anderen in des Gegners Hälfte zurückzudrängen? Kommt die Ansage des Stadionsprechers, nachdem auch im Stadion Koch als Torhüter bei Rapid angegeben war. Jetzt also wird nachgetragen,
Raimund Hedels Nominierung als Torhüter bei Rapid. Bengsa und Kienz, meine Damen und Herren. Als Jungspunde spielten sie zusammen bei Eintracht Frankfurt. Und Kienz und Lorand waren der Meinung, wenn der Bengsa liest oder hört, dass Kienz gegen ihn spielt, er kennt seine Härte noch aus Frankfurter Tagen, dann sei er schon erst einmal geschockt. Das allerdings war die Visitenkarte an die andere Adresse abgegeben. Pelé, Kopfball stärker als Martin Braun. Auch diesbezüglich.